Hallo, willkommen zurück bei Minecraft Explorer und ich hoffe, diese Folge wird hier Awesomes pur werden. Wir werden erstmal hier nochmal die typischen die zweite Ebene hier reinlegen. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen und aus Versehen diese Ebene, also eins tiefer bauen, sondern wir müssen wirklich nur eins abtragen hier. Geht beim Spaten zum Glück. Oder was zum Glück leider relativ schnell, dass man zu viel abbaut. Und das wäre dann ziemlich uncool, würde ich sagen. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das am besten meistern, ohne dass wir hier irgendwas falsch machen. So. Aber natürlich erstmal hier das fertig machen. Und wie gesagt, die Schaltung funktioniert ja. Wenn wir hier aufmachen. Cool. Natürlich will ich die Schaltung noch woanders hin verlegen, nach unten oder so. Wäre am besten, weil man das von außen betrachten sollte. Ich hoffe, das schaffe ich dann auch noch in der Folge. Deswegen beeilen wir uns einfach mal, würde ich sagen. Wa? Wir sollten uns mal beeilen. So, damit wir das alles hier fertig kriegen. Wir haben nur begrenzte Zeit und sowas ist dämlich. Begrenzte Zeit ist nicht cool. Deswegen bauen wir hier schneller. Und ich hoffe, ich baue keinen Schwachsinn hin. Ah, komm schon. Ja, ich sollte natürlich auch nicht zu fix machen, sonst passiert sowas hier. Und. Ah! Dammit. Da ist man schon im Schleichmodus und fällt trotzdem runter. Okay. Und wir haben hier noch ein bisschen, ganz kleines bisschen vor uns. Und dann sind wir gleich fertig und dann können wir erstmal wieder mit Wasser hier weitermachen. Ich habe auch nichts falsch gemacht. So. Eimer haben wir ja noch da. Genau, die Awesome Eimers. Und dann würde ich mal sagen, Eimer füllen. Eimer bitte füllen. So, und dann erstmal hier. What the heck? Fuck. Ah, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Ich hoffe, ich kriege den irgendwie ausgebügelt. Ich glaube, den kriege ich nicht so leicht ausgebügelt. Gut, dann müssen wir leider hier einen kleinen Fehler anerkennen. Tut mir leid diesbezüglich. Ich hoffe, ich kriege das trotzdem dann nochmal hin. So. Okay. Gut, erstmal scheint er hier nichts runterzulaufen, was ich runterlaufen sollte. So, sind die jetzt drinnen oder draußen? Das würde mich mal interessieren. Okay, die gucken raus, glaube ich. Die sind jetzt blockiert. Also jetzt müsste kein Wasser durchlaufen. So. Machen wir hier mal kurz Wasser weg. Da können wir wiederum Wasser klauen. Ohne Probleme. So. Ah, das ärgert mich ein bisschen, dass wir hier diese kleine Fahrlässigkeit hatten. So, und haben wir jetzt alles? Ja, wir haben jetzt alles still. Gut. Dann werden wir hier nochmal kurz Spaten-Power einsetzen. Wie gesagt, dürfen keinen Fehler machen. Das wird sonst echt problematisch. Immer nur schön langsam eine Schicht nach der anderen. Wenn ihr dann tschak tschak hört anstatt tschak, dann wisst ihr, haben wir einen Fehler gemacht. Und das wird Konsequenzen haben, die leider wahrscheinlich nicht so schnell ausgemerkt werden können. Boah, bin aufgeregt. Ich bin echt krass aufgeregt. Wenn das alles funktioniert, dann ist das sowas von geil. Und wird gerade dunkel. Nein.
will ich sie doch fertig machen. Na komm schon. Das dauert natürlich ein bisschen länger, als nur mit Wassereimer rumzuhantieren. Aber es wird gleich so dunkel, dass ihr nichts sehen könnt. Deswegen gehe ich einfach mal schlafen. So. 5 Minuten 18, 5 Minuten 20, 5 Minuten 21, 22. Boah. Die Zeit rennt einfach immer gegen uns. Voll fies die Zeit hier. Keine Rücksicht auf einnehmen. Obwohl wir natürlich hier stehen bleiben können. Netterweise. Und deswegen will ich jetzt auch keinen Eisenspaten haben. Denn der würde mir noch viel mehr ruinieren als nur eine ganz normale Schippe hier. Puh. Und ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht so richtig sehen. Ich kann einigermaßen von hier aus sehen. Wow. Ah. Los, hoch, 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 hoch. War nicht clever. Hab kurzzeitig überlegt, ob ich das von unten mache, aber... Nee, von oben ist doch besser. Weil von unten die Strömung, die ist nicht gerade angenehm. Wie wir es gerade mitbekommen haben. So. Gleich haben wir es gleich noch ein bisschen. Du müsste auch der Letzte gewesen sein. Ich kann noch mal unten gucken. Ja, das war der Letzte. Und es scheint alles super gelaufen zu sein. Zumindest habe ich, glaube ich, keinen Fehler entdeckt. So, und jetzt werden wir mal ein bisschen was machen. Und zwar einmal nerviges Wasser hier ausschalten. So. Und dann nerviges Wasser hier ausschalten. Ja, ich weiß, das war zu unserer Absicherung, falls wir mal runter müssen, aber nee. So krass soll es dann doch nicht sein. Komm schon, ein bisschen schneller hier gefälligst. Und dann hoffe ich vielleicht sogar, das noch ein bisschen nach unten zu verlegen, die Leitungen, bevor wir die starten können. Das wäre viel cooler, wenn wir das schon mal nach unten machen können. So. Natürlich muss ich dann mit Repeatern arbeiten. Und mit Redstone fackeln. Mal gucken, wie viel Redstone wir noch haben. Ist nicht mehr echt nicht mehr viel. Zwei Repeater kann ich auf jeden Fall noch bauen. Die werde ich auch gleich mal machen. Wir wissen ja nach, wie viel waren das? 12 Dinger müssen wir auf jeden Fall einen Repeater gebaut haben. Müsste rein theoretisch schon laufen. Boah. Cool. Sieht schon mal cool aus. Das ist krass. Ich mach nochmal rein. Das können wir verschließen. Das ganze Wasser geht weg. Natürlich müssen wir unten, das wäre cool, wenn wir das auch ausbauen würden. Wenn wir hier mal anmachen, kommt das alles wieder ganz schnell von oben runter. Oder flutet das ganze Land wieder. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wie gesagt, Repeater. Wie viel haben wir denn? Und natürlich, ich mach mal gleich hier einen Repeater. Auch wenn er vielleicht, naja, ganz, der wäre schon noch ein bisschen umsonst. Machen wir hier einen hin. Und dann wäre es cool, wenn wir den auch unten ein bisschen leiten können. So, ein bisschen. Oha. Hier müsste nochmal ein Block sein. Den will ich natürlich dann alles gerne noch mal ein bisschen verstecken, damit es nicht so auffällig ist.
Arg! Ja, klar. Das ist. Das machen wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier machen. Doch, klappt. Und klappt es auch mit Erde nochmal hier hin? Ja, klappt auch. So. Das wird ein bisschen merkwürdig. Aber na gut, wir müssen es wie gesagt dann noch mit Erde ein bisschen ausschmücken. Ne, machen wir so rum. Komm schon. Ja, und hoch runter. So. Und. Ups. Nee, da müssen wir doch ein bisschen anders machen. Okay, dann müssen wir noch eins hier verlegen. Den hier rauf. Okay, können wir momentan nicht, weil wir selber drauf sind. Dann den hier rauf. Und dann hier. Oh Gott. Ja, ich habe was vor. 12 Dinger haben wir noch zur Verfügung. 12 Redstones. Autsch. Ah. Alles ein bisschen schöner machen hier, deswegen. Okay. Okay, dann hier lang. Würde ich es halt gerne wieder kaputt machen. Ja, klar, da macht man natürlich alles kaputt, was man selber draufsteht. Ist clever gelöst von mir wieder. Okay, das war einmal zu blöd gewesen von mir. Aber ich hoffe, dass wir gleich ordentlich unten sind. Wie gesagt, ich würde das die Verschmücken außenrum vielleicht dann selber aufs Screen machen, dass es alles ein bisschen schöner aussieht. Aber ich würde halt gerne mit euch hier noch ein bisschen was fertig bekommen. Ich hoffe, das reicht alles aus. Repeater müsste ausreichen, so dass wir von hier unten sozusagen kleine Übersicht haben, ein kleines Häuschen oder irgendwas ähnliches, womit wir dann das beobachten, wie das Wasser hier runter plätschert. Aber bis dahin müssen wir hier noch ein bisschen was machen. Ach Mann, ich kann das doch so wesentlich einfacher machen und ich verbaue mir das alles so blöd. Ich bin noch nicht ganz so in der Rolle hier heute wieder. Ich bin ein bisschen neben der Spur. Okay. Dann. Wo ist mein Schalter? Da unten. Ich glaube, ich muss eh noch mal kurz ein bisschen hier einmal Redstone verlegen. Ich glaube, das war der Pfeiler. Okay, und jetzt kann ich hier. Zack. Ihr habt's gehört. Jetzt geht's hier aus. Können wir gleich nochmal machen. Kommt schon. So. Wenn wir gleich nochmal gucken von hier unten. Zoom. Sehr schön. Ja. Damit haben wir das echt geschafft. Wie gesagt, ausschmücken würde ich den Redstone gerne noch ein bisschen. Vielleicht auch noch ein bisschen so hier hinbringen oder so, dass man das wirklich schön sehen kann. Dann Schalter drücken, dann geht das auf. Schleuse. Und wenn wir dann hier zumachen. Da verschwindet auch schön das Wasser wieder. Ist doch gar nicht so schlecht. Haben wir doch hingekommen. Es hat doch super geklappt. Yeah. Das, was ich schon mal wollte. Zwar ein bisschen kleinerer Ausmaß. Aber er ist unauffälliger auf jeden Fall. Vielleicht noch ein bisschen den Cobblestone da oben links wegmachen hier.
Und gut, hier kann man da nichts ändern dran, aber auf jeden Fall ist es unauffälliger als sonst, würde ich einfach sagen, behaupten. Und wirkt halt wie Natur und dann kann man auf einmal den Schalter betätigen und dann fließt auf einmal ganz viel Wasser raus. Ist doch auch was. So, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch dann noch einen schönen Tag. Ciao.